Liebe Freunde der gepflegten Bevölkerungsstatistik. Die Stadt Dresden hat vor ein paar Tagen die Bevölkerungsdaten für den August 2020 hinzugefügt. Ich habe sie dieser Tabelle, wo ich die Daten der Landeshauptstadt übersichtlich zusammengetragen habe, hinzugefügt. Und lange Rede, kurzer Sinn, bis 2005 wurden in Dresden jährlich weniger Menschen geboren, als gestorben sind. Das hat dazu geführt, dass von der Wende bis 2005 rund 25.000 Menschen weniger geboren wurden, als in dem gleichen Zeitraum gestorben sind. Ab 2006 hat sich das Ganze umgekehrt. Es wurden mehr Menschen geboren, als gestorben sind pro Jahr. Und das hat dazu geführt, dass die Bevölkerung nach dem Verlust von knapp 25.000 inzwischen wieder 11.000 statistisch gesehen hinzugewonnen hat. Hier kann man auch sehen, dass regelmäßig mehr Männer als Frauen geboren wurden und dass mehr Frauen als Männer im gleichen Zeitraum jeweils verstorben sind. Das ist die natürliche Bevölkerungsbewegung. Die Zu- und Vorzüge, auch Wanderung genannt, seht ihr hier. Die ersten vier Zeilen sind ja, in 5 Jahresabständen, erst ab 2010 habe ich die Daten jährlich gefunden. Auch hier Kurzinterpretation, es sind regelmäßig mehr Männer als Frauen zugezogen. Es sind aber auch regelmäßig mehr Männer als Frauen wieder fortgezogen. Insgesamt knapp 322.000 Menschen in dem Zeitraum von 2010 bis 20 sind nach Dresden zugezogen und im gleichen Zeitraum sind knapp 282 wieder weggezogen. Das macht einen Zuwachs durch Wanderungen von 40.000 Menschen in gut 10 Jahren. Und last but not least, die Summe von natürlicher Bevölkerungsbewegung und den Wanderungen ergibt im Zeitraum von 2010 bis August 2020 in Summe 49.000 Menschen mehr in Dresden als 2010 und dieses Jahr, etwas überraschend für mich, ein negativer Saldo. Dresden hat also im Vergleich zum 31.12.2019 statistisch gesehen 2.337 Bürger verloren. Das kurz und knackig zu Statistik aktuell. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag.